So, Qualifying ist vorbei, das heißt, ich mache jetzt schnell die Anmoderation fürs YouTube-Video. Danke fürs Zuschauen, wir fahren ACRL Off-Season-Rennen und zwar mit den DTM-Autos. Also, wir haben da Alfa User Romeo disconnected from your channel. 155 V6 Ti, dann sind Mercedes dabei und BMWs. Und wir fahren jetzt auf Bridgehampton. P17 Master Race. GG. Und na, ich bin mit 14 auch nicht viel besser. Ja, und das Qualifying ist jetzt Was ist gleich meine zu beste Zeit? Ende. Wir fahren dann 73, keine 200 Runden 108. rein, sondern 20 Minuten mit Also ja, Rolllichten Start. eine Und ich habe Sekunde dauert keinen meine Plan, wie das PB, sein aber wird. ich kann meine PB einfach nicht mehr reflektieren. Ich weiß nicht, was ich getan habe. User joined your channel. Ja, manchmal hat man halt so einen Klick, dann geht's und manchmal nicht. Also, ich starte 14. hoffentlich, voraussichtlich, mit meiner Zeit. 41,2, das ist fast meine Bestzeit. Und ja. Jetzt warten wir noch, bis die restlichen im Ziel sind. Dann gibt es einen rollenden Start, von dem ich keinen Plan habe, wie er ausschaut. Ich lade jetzt mal mein Rennsetup. Ich werde nur. Ich habe Mediums. Genau. Gerät für 12 Ist Runden, das das sollte eigentlich schon, ungefähr ist das schon in dem Bereich, wo 20. die Plätze in Sekunden gerechnet werden, nicht zum Mindest? Die Abstände. Ja, stimmt. Na, also wir sind so ein Tick zu langsam. So. Oh Gott. Wie funktioniert der Rolling Start? Ich habe keinen Plan. Anyone else have a fuel estimate? I have 40. Sounds very good. How many laps do you think? It's 20 minutes, so around 12 laps, I guess. well, Ich yeah, nehme I reckon 12 laps. 12? So 13 on the safe side? Yeah, 12 to probably 15, Ja, ich yeah. nehme 28 Liter mit. Yeah, I'm just gonna do Speicher Fuel doesn't really matter in these cars. Und fine. dann. You can fuel save, don't I worry, just got like respect the beeps. 42 liters in my Alpha. Yeah, I do 35. Wie funktioniert der Rolling Start jetzt? Was muss ich machen? Ich weiß es nicht. How does the Rolling Start work? You follow. Do you have the GTE app? Which one? No? Which one? The. It says ACRL GTE or something. Yes, I have this. Yeah, then it will give you instructions. Yay! Okay. So as soon as the lights go out, just follow what it says. Did Okay. we. And don't go when the Ryan? lights go out. Ryan? Yeah. You have specified stuff for the auto I thing have, for this. yes. Yes, thank you, because I was about to think we would start Ja, without this. also das ist jetzt Yeah, mein erstes that's Rennen why the mit rolling start needed Rolling to be this Start track, not the und. other one. Indeed. Indeed. Oh Gott. Right, I probably shouldn't have put a 2 minute wait time for 200 the rolling start. laps. Oh yeah, man. Yeah, we need Don't to make if sure we have enough. It's gonna It's be just so close. pretty scared. Cutting it close. Das wird schon. Right, so remember, don't go. Don't go at once. At once. Is rolling reset the pits start. on? The fuck is the camera button? There it is. Okay, you can now go we can now go to single file, everyone. Listen to the server. Was heißt Single File? Ein Reich. Okay. This leader on the left or the right? I don't know. I wasn't Ich sure hab if I'm in front of this person or on the right. not. Okay. Well, on the right. it's. His leader is on the. Wait. It's single file, right? Yeah, I Yes. just wasn't sure if. Because Yep. on the grid we looked identical. Oh, right. I didn't get a chance to see what the qualifying order was. Mr. Knonk guy, is he even on TeamSpeak? I'm just gonna guess that's a no. Oh well, whatever. Ich habe das Gefühl, ich habe jemanden überholt. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig bin oder nicht. This is Jawohl, du bist exciting. richtig. Shit. Ich habe die. Hast du nicht genug Sprit? Ich glaube, ich habe den Sprit für Dings vergessen. Warm-up. Ja. Hast du 25 Liter? Oh, Almost about nein, to ich start habe recording. 28. Das reicht. I have impeccable FPS though.
Holy shit! Kim, were you 13th or 14th? Because I'm not sure if I took your place by accident. Who cares? Oh my god, this is gonna be awful. These two turns are ridiculous. Oh, yeah. Die fahren alle schneller als 80. Ah, okay. Kim, punch up. Oh, God. 100 now, people. Oh, yeah. Help. Ouch. Holy fucking shit. Oh, was ist da los? Ah, oh fuck. Ich hab Angst. Ich hab voll nicht auf meine Reifen geschaut beim Aufhören. That went well. Wow. Das ist gut gegangen, weil jeder wie eine Oma gefahren ist. Billy Corsa geht einfach nicht mehr weg. Boah, ich hab so viele Plätze aufgegeben. Ich hab sogar einen gewonnen. Weil ich mich vorsichtig, aggressiv reingesetzt habe in die Kurve. Und jetzt verliere ich gleich einen. Erste Runde überstanden. Weil, also meine Spritvorhersage hat halt gesagt, ich komme 13 Runden. Mhm. 12 Runden sind ungefähr 20 Minuten. Plus eine Formationslap, das könnte knapp werden. Also ich habe 29 drin und das ist eigentlich 2 Liter zu viel. Du hast über den Reifen. In der Mitte von der Kurve, steht vor mir. Der ist 5 Meter in die Luft. Wow. Holy fuck, I'm stuck. So, jetzt muss ich mal langsam versuchen, Run Pace zu finden. Ohne dabei jemanden abzuschießen. Es hättet ihr so ein weiß-blaues Auto. Warte, ich kann. Hinter mir sind zwei Autos. Sag mir, if you're stuck, you can automatically reset. I'll just drive out if you want. Du bist 17. Fuck.
Nein, ich weiß meine Position. Ja, ich bin 12. Ich bin gerade über Stadtziellinie gekommen. Mann, der vor mir hat einen Drift hingelegt, aber ich war viel zu alt. Und hinter mir fallen gleich alle raus. Can confirm. Eigentlich bin ich ganz froh mit meiner jetzigen Position. Weil ich mit niemandem kämpfen muss, das heißt, ich kann ganz allein mit meinem Auto gegen die Strecke kämpfen. Und das ist. Und das ist schon zu viel. Ja. Ich muss den vor mir nicht mal in Fehler zwingen, weil irgendwie macht er mehr Fehler, weil ich bin halt langsamer. Und dadurch sind wir ungefähr gleich konstant. Also knapp hintereinander. Gleichbleibend. Fuck, da mischt ein BMW vorne an Position 3 mit. Ja, ich hätte jetzt. Momentan gibt es leider nicht wirklich, was ich reden kann, und ich versuche mehr mich jetzt zu konzentrieren, daher. Ich habe jetzt noch vorgenommen, dass ich mehr rede als beim letzten Video beim Formel 1 fahren, aber. Ja. Fahrkonzentration geht doch. Hat höhere Priorität. Ich würde gerne so ein Stückchen näher kommen, dass ich ihn gescheit unter Druck setzen könnte. Auf den Geraden zieht er mir davon. Vielleicht sind wir, ich glaube halt meine Gänge sind irgendwie falsch eingestellt auch. Fuck, ich hätte mein Licht aufdrehen sollen. Weil. Achso, Zimmerlicht. Ich habe gerade in zwei Kurven drei Plätze gut gemacht, weil die anderen abgeflogen sind. Consistency macht sich bezahlt. Ja. Nummer 4. So, jetzt muss ich gut in den Rückspiegel schauen. Jetzt ist mein gemütliches Rennen vorbei, weil jetzt habe ich zwei Leute im Nacken. Ich hab schon die ganze Zeit Rennen im Nacken. MK fährt ein Mercedes.
Oh je. Okay, zwei Plätze habe ich gleich wieder verloren. Weil, ja, beim Kurvenausgang von der letzten Kurve habe ich mich ein bisschen quer gestellt, dadurch ist der eine auf Stazi gekommen und der andere hat sich so knapp dahinter gezwängt, dass ich mich nicht dazwischen setzen konnte. Da sind wir halt nebeneinander in die erste Kurve und dadurch, dass ich innen war, habe ich dann halt aufgegeben, bevor ich in die zweite Kurve abschieße, weil ich rausrutsche. Aber ich habe den Alpha zumindest ein bisschen hinter mir halten können. Wenn auch nur für eine Drittelrunde. Ich glaube, hinter mir ist auch ein Alpha her. Die sind tick schneller als ich. Ja, es sind in der ersten Runde ein oder zwei Leute vom Spitzenfeld abgeflogen. Ich glaube nicht, dass der dann noch hier hinten ist. Naja, wenn er nicht gerade überholen kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mal auf der Strecke gut überholen kann. Nee. So, Halbzeit und ich hab. Ja, okay, passt. Das geht sich aus, mein Schritt. Halbzeit ist schon. Ja. Und ich hab noch. Fast die Hälfte vom Sprit mit, das heißt, es geht sich aus. Der letzte der Kolonne. Aber ich habe vier Plätze oder so vom letzten entfernt. Ja, die anderen sind alle in der Box. Oder disconnected. So, oh Gott. Gerade wollte ich sagen, jetzt kann ich eigentlich schauen, dass ich gemütlich fahre, aber dann habe ich im Rückspiel gesehen, dass da schon drei Leute auf mich zukommen. Ich bin zu weit hinten, dass ich gemütlich fahren kann. Beziehungsweise so tun, als ob ich die zwei vor mir jag. Von mir sehen wir eine längere Schlange, aber ich habe das Gefühl, dass da einige dabei sind, die überrundet werden sollen. Oh Gott, ich bin auf der rechten Seite, die erste Kurve. Panik! Ach, das überlebst du schon. Ja, hab ich. Ich hab's vorhin auch überlebt. Jetzt klebt ihr mir im Kofferraum. Was, hast du den auch nur überholt? Okay, ja. Nice. Jetzt BMW gegen BMW. Ich tippe auf BMW. Hin, bevor ich richtig auch raus. Sorry, I was full brake.
So, jetzt lasse ich den da bei innen reinstreichen. So, hi Alpha, der mich vorhin überholt hat. Ich bin wieder da. Ich habe gerade einen Platz verloren, einen Platz gewonnen. The Dropout is real. Ja. Ich bin 13. Nice. Tschüss, Alpha. Er hat sich gerade verbremst. Ich habe so Angst, dass ich jetzt in den letzten 5 Minuten noch einen Fehler mache und alles wieder kaputt mache, mein ganzes Rennen. Warum leuchtet bei der ACL Pit App gerade das rote Ding bei mir? Ich weiß nicht. Ah, weil du wahrscheinlich schon so wenig Sprit mit hast. Ja. Meine gelbe Fuel Leuchte leuchtet auch. Das wird's dann sehen. Genau. Ich hab die. What the fuck? Achso, oh ja, die habe ich schon offen, aber die wird verdeckt. Ha! Ah. Okay, das wären noch ungefähr 3 Runden. Boah, ich habe gerade gedacht, scheiße, jetzt wird der mich hinter mir überholen, weil ich leicht rausgerutscht bin in den Kurve 2. Mhm. Und dann sehe ich, ist hinter mir eine riesen Staubwolke. Meine Linie in Kurve 2 ist gerade so schlecht die ganze Zeit. Ich fahre viel zu weit rechts. Sag mal, ich wurde gerade endüberrundet. Glaube ich. Jupp. Ich fahre die letzten paar Runden schon so pussymäßig durch die ersten 2 Kurven. Ich habe gerade einen Drag Race erzielt mit dem Alpha. Und er hat verloren. Nice. Richtig nice Wettel. Ich bin kurz davor, was ich verloren habe, aber wow. Wir haben jetzt fast eine Runde lang gewettelt. Nice. Boah.
Ich habe halt eigentlich, ich glaube, mein Getriebe ist falsch eingestellt, weil ich habe das Gefühl, die anderen sind auf die Geraden schneller als ich. Es kann auch am Corner Exit liegen. Ja, das auch. Also ich glaube, das Getriebe spielt eine untergeordnete Rolle, solange du mich ewig im Begrenzer hängst. Naja, die Getriebeübersetzung. Scheiße, jetzt hat der in einen Fehler getrieben. Auf in meine letzte Runde. Ich hab grad 3 Plätze verloren. Oh. Fuck. Eine 40 Sekunden vor Schluss. Was? Race them over. Achso, jetzt muss erst noch der Führende übers Ziel. Achso. Das heißt, ich muss vielleicht auch noch eine Runde dranhängen. Shit. Ich habe noch 1,7 Liter. Ich sag's dir, wenn ich jetzt... Oder so haben. Wenn ich jetzt out of fuel laufe. Ich hab ein blödes Gefühl. Heißt das? Ja, das weiße Flagge. Das heißt, ich habe noch 0,3 Liter. Für eine Runde, ja? Für eine halbe. Kein Confirm. Scheiße. Mann, warum sagen die uns das davor nicht? Weil es assumed ist, dass du weißt, wie das abläuft. Nein, weil ich habe mir vor... Ich habe nämlich ein... Replay, also eine Aufnahme angeschaut. Und da war das Rennen einfach aus, wie die Zeit aus war. Aber Fabian,